Der Stop-Motion-Animationsfilm «Die Box-Trolls» entführt Zuschauer in eine kuriose Welt. In der Stadt Cheesebridge dreht sich das Leben nämlich nur um Eis, um Käse. Unter der Stadt passiert allerdings etwas ganz anderes. Dort leben die sogenannten Box-Trolls. Menschen sind überzeugt, dass die Kreaturen nur Eis wollen, ihre Kinder und ihren Käse klauen. Aber dann trifft Winnie auf den Ex. Er ist unter Box-Trolls aufgewachsen und hält sich selber für einen. Ein Fehler wird Winnie sofort erkannt. Sie zeigt dem Ex, wer er wirklich ist und nützt dafür die üppigen Ressourcen der Box-Trolls. Das könnte funktionieren. Nein. Oh ja. Nein. Ja. Du siehst aus wie ein richtiger Junge. Ich? Ein richtiger Junge? Als richtiger Bub gehört der Ex natürlich auch unter die Menschen. Denn wenn die beiden jetzt zeigen, dass Box-Trolls gar kein Monster sind. Aber die menschlichen Verhaltensregeln sind für den Ex nur schwer durchschaubar. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Sehr gut. Auch wenn ich nicht so meine. Was? Das ist ja unerhört. Und es freut mich, Sie kennenzulernen. Unsere Prognose lautet, in diesem Stop-Motion-Film steckt viel Liebe zum Detail und eine herzerwärmende Geschichte. So bietet die Box-Trolls gute Unterhaltung für die ganze Familie. Aha,